Pumuckl deckt, Pumuckl versteckt und niemand was merkt. Oh, das reimt sich ja und was sich reimt ist gut. Damit hat sich der Pumuckl allerdings gründlich geirrt. Ihr wisst doch, wer der Pumuckl ist. Ganz einfach, ein Kobold. Und wisst ihr, was ein Kobold ist? Ein kleiner, meist unsichtbarer Hausgeist. Meist, aber nicht immer. Es gibt nämlich jemand, der zufällig seinen Kobold sehen kann. Der Schreinermeister Eder. Jawohl, bei dem lebt der kleine, strubbelige Kerl. Er ist gerade so groß, dass er auf Meister Eders Hand sitzen kann. Und er ist meistens daran schuld, wenn etwas unauffindbar verschwunden ist, was man eben noch an den dafür vorgesehenen Platz gelegt hat. Der Schreinermeister Eder hat seine Werkstatt in einem Hinterhaus und im ersten Stock darüber wohnt er. Einen zweiten Stock gibt es nicht, ganz im Gegensatz zum Vorderhaus, in dem viele Familien wohnen. Meister Eder lebt ganz allein. Er hat keinen Gesellen, keinen Lehrling, keinen Hund, keine Katze, keinen Vogel. Er hat nur den Pumuckl. Und von dem wusste er auch lange Zeit nichts. Bis eines Tages diese Geschichte mit dem Leimtopf passierte. Und das war so. Schon den ganzen Tag war es in der Werkstatt wie verhext gewesen. Ja, zum Kuckuck, wie oft muss ich denn die Feile noch suchen? Ich weiß doch ganz bestimmt, dass ich sie gerade eben dahergelegt habe. Da liegt sie. Auf dem Stuhl. Wie kommt denn die da hin? Jetzt noch eine Kleinigkeit abfeilen, dann passt das Schloss rein. Ja, wo sind denn jetzt die Schrauben? Ja, Himmel! Ich weiß ganz bestimmt, dass ich die Schrauben hierher gekriegt habe. Ja, bin ich jetzt schon so alt und vergesslich? Die sind weg. Ist ja gut, dass ich eine Kiste voll Schrauben habe. Und dass eine Kiste nicht einfach verschwinden kann. Das hat mir ja gerade noch gefehlt. Ach, die ganze Nagelkiste ist am Boden. Eine schöne Bescherung. Wenn die Frau Steinhauser kommt und ihr Kasterl abholen will, dann bin ich wieder nicht fertig. Was war denn jetzt das? Das hat sich ja fast wie eine Maus angehört. Wart nur, das werden wir gleich haben. Alles kann ich leiden, bloß keine Maus. Dort ist jetzt. Wart nur, verehrte Maus. Das hat sich gleich ausgequickst. Da habe ich ja Holzscheitel in der Hand. Bei mir wirst du nicht fett. Da beim Leimtopf. Da hat sich was gerührt. Wart nur. Ja, was war denn jetzt das? Eine schöne Bescherung. Ja, ich werd verrückt. Da klebt ja was Rotes an meinem Leimtopf. Vielleicht ist das ein Vogel, der reden kann. Unsinn, Unsinn! Ich bin kein Vogel. Ich bin der Pumuckl und ich pappe an deinem dummen Topf. Ich bin weg, weg, weg. Ich bin weg, ich bin weg. Pfui. Ja. Ja, das hat einen Kopf und zwei Füße. Und zwei Arme und zwei Ohren und zwei Augen hat das auch. Tatsächlich. Und alles ganz klein. Das ist ja zum Lachen. Das ist überhaupt nicht zum Lachen. Ich will weg. Ich will weg. Ich will weg.
Ja, langsam, langsam, langsam. Ich helfe dir schon. Hoffentlich zerbrichst du nicht, wenn man an dich hinkommt. Unsinn! Kobolde, Kobolde! Zerbrechen nie! Was bist du? Ein Kobold, jawohl. Ich bin ein Kobold. Und jetzt mach mich hier weg. Ja, ich bin ja schon dabei. So, also. Ich weiß wirklich nicht, ob ich wach oder ob ich träume. Ja, ich kann dich ja mal zwicken, dann wirst du schon... Au! Pumuckl zwickt. Zwickt sehr geschickt. Jawohl. Wie der hupft. 10 Zentimeter groß und hupfen wie ein Floh. Hör auf zu lachen. Ich versteck dir sonst wieder die Pfeile. So, auf nimmer Wiedersehen. Du, lass die Pfeile da. Nein. Du, nein. Sag einmal, was warst ich? Du das, der mir immer alles versteckt hat? Ja. Der Pumuckl neckt, Pumuckl versteckt, Eder entdeckt, keiner was meckt. Merkt, meinst du, ne? Meckt. Meine ich schon, aber das reimt sich nicht, merkt, weißt du? Und deshalb, also ich reime wahnsinnig gern. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Ja, aber bloß, weil ich sichtbar geworden bin und dieser dumme Leim! Ich wollte auf die Seite springen wegen dem Holzscheit und dann bin ich an den Leimtopf gekommen und kleben geblieben. Ich könnte mir vor Zorn 2 Haare ausreißen. Hast ja genug auf dem Kopf. Wer überhaupt einmal Zeit, dass du dich kämmst? Kämmst! Pfui! Kämmen! Kämmen ist Pfui und sichtbar ist Pfui und... Ich bin sichtbar. Na ja. Eine Koboldschande. Okay. Das ist doch kein Grund zum Weinen. Ich bin doch auch sichtbar und wein nicht. Ja, du musst ja sichtbar sein, aber ich bin... Nein, also, ich muss nicht. Also, das verstehe ich nicht. Bist du denn sonst nicht sichtbar? Nein, weil ich doch hängen geblieben bin. Und weißt du, wenn ein Kobold an einem menschlichen Ding hängen bleibt oder von einem Menschen eingezwickt oder festgehalten wird, dann wird er sichtbar. Aha. Das ist ein altes Koboldsgesetz. Da kriege ich ja gleich eine Gänsehaut. Ja, da musst du eine Gänsehaut. Du, also von mir aus kannst du gern wieder unsichtbar werden. Ja, weißt du, wer mich einmal gesehen hat, der wird mich immer sehen. Immer. So. Das ist auch ein Koboldsgesetz. Unsichtbar bin ich nur noch für andere Menschen. Koboldsgesetz. Es ist ein dummes Gefühl, sichtbar zu sein. Ein sehr dummes Gefühl ist das, jawohl! Ja, aber pass auf, wenn du jetzt einfach wegläufst. Ich muss doch bei dem bleiben, der mich einmal gesehen hat. Und das ist auch wieder ein Kobold. Gesetz, ja. Weiß schon. Aber ich weiß eigentlich nicht, ob mir das passt. Ja, das weiß ich auch nicht, aber das ist nun mal leider so. Oder Korkwas. Also jedenfalls... Das ist eine ganz schöne Bescherung. Ja, und ich bin überall voller Leim. Ja, pass auf, ich hole Wasser, damit geht's weg. Du. Was ist? Vielleicht ist es ganz gut, dass du da bist. Wieso? So ein Heinzelmännchen, das kann man oft ganz gut. Heinzelmännchen, ich will überhaupt nichts von Heinzelmännchen hören. Bist du denn kein Heinzelmännchen? Unsinn. Ich bin ein Kobold. Ich bin ein Nachfahre der Klabautermänner. Jawohl. Der Klabautermänner. Ja, aber die gibt's doch bloß auf Schiffen. Ja, auf Segelschiffen, jawohl. Also, wo der Meeressturm durch die Segel bläst und wo die Balken krachen. Ja, also, du pass auf, bei mir in der Werkstatt, da bläst kein Sturm. Aber Balken krachen, vielleicht. Nein, nichts kracht. Außerdem habe ich Bretter und keine Balken. Ja, das macht nichts. Dafür hast du aber so schöne Hobelspäne, in denen man so schön schlafen kann. Dieses Sichtbarsein macht sehr müde. Entschuldige bitte, aber ich muss mich jetzt ein bisschen hinlegen. Ja, und schlafen. Halt, nicht in den Spänen da. Warum nicht? Ja, die muss ich doch wegkehren, wenn ich hier sauber mache. Nein, das musst du nicht. Ja, dann werfe ich dich am Ende versehentlich mit weg. Nein, das tust du nicht. Da legt er sich jetzt einfach hin. Sichtbar sein macht müde.
Gott behüte. Ui, ui, das, und dichten das, du da auch noch im Halbschlaf? Ja. Dichtung und Kobold ist eins. Eine Dicht... So. Ja, sowas. Also sowas. Hey, du. Ja, nett ist er ja, der kleine Kerl, aber... Nein, das ist doch alles nicht wahr. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin verrückt. Ich sehe Gespenster. Oder Kobolde, oder... Na, das halte ich nicht aus. Na, das muss sich jemand erzählen. Meister Eder musste auf das Erlebnis hin unbedingt einen Schluck trinken und ging deshalb in die kleine Wirtschaft an der Ecke. Dort traf er tatsächlich ein paar befreundete Handwerker, denen er von seinem Koboldserlebnis prompt erzählte. Man kann sich vorstellen, wie die Männer ihn auslachten und ihm klipp und klar zu beweisen suchten, dass er entweder nicht ganz richtig im Kopf sei oder aber schlicht bei der Arbeit eingeschlafen sei und geträumt habe. Vor allem der Schlossermeister Bernbacher tat sich dabei hervor. Wie heißt er gleich? Kuhbuckel. Jetzt sowas narrisch. Eder geh heim und schlaf dich aus. Oder geh zum Psychiater. Er sieht einen Kobold mit roten Haaren. Stimmt's? Du, pass auf, Eder, aus dem wird heute Nacht ein Gespenst mit blauen Haaren. Geh, Eder, lass dich doch heimgehen mit der Geschichte. Bernbacher brachte es so weit, dass der Schreinermeister Eder auf dem Nachhauseweg tatsächlich daran zu zweifeln anfing, ob er den Kobold wirklich gesehen hatte. Ganz vorsichtig schloss er die Werkstatttür auf und schlich leise zu dem Hobelspänehaufen. Also wenn ich das nur geträumt hab, dann stimmt bei mir wirklich im Kopf was nicht. Mir wär ganz Angst. Pumuckl. Kein Pumuckl ist da. Nix. Er wird doch nicht übergeschnappt sein. Vielleicht sitzt er irgendwo. Vielleicht ist er aufgewacht und hat sich verkrochen. Unter der Hobelbank oder da oben auf dem Regal. Nein, da ist er auch nicht. Und da auch nicht. Pumuckl! Eder, du hast am helllichten Tag geträumt. Sowas. Aber schade ist. Sehr schade, dass es nur ein Traum war. Was ist? Wo warst du? Bin ich jetzt erschrocken? Frau Steinhausen, Sie sind... Grüß Gott, Herr Eder. Entschuldigen Sie, ich wollte nur nach dem Kästchen fragen. Ist fertig? Ja, fast. Nur noch das Schloss einpassen. Wenn ich die Schrauben dazu finde, es könnte nämlich sein, dass... Sind's die da? Ja, die sind's. Die liegen noch so da, wie ich es hingelegt habe. Sie sagen das, als ob das was Trauriges wäre. Ist es auch, aber... Also dann rein mit den Schrauben. Ja, ich wollte Sie ja nicht drängen. Ich komme nur eben vorbei. Es kommt mir auf einen Tag hin oder her gar nicht an. Nein, deswegen habe ich nicht geseufzt, sondern... Au! Oh. Au! Haben Sie sich wehgetan? Ah, wo? Er hat mich zwickt. Wer? Habe ich's doch nicht geträumt. Ja, wer hat Sie denn gezwickt? Wer da? Der... Herr Eder, die Nagelschachtel! Und wie die hinuntergefallen ist. Mit einem solchen Schwung. Nein, sowas. Sowas. Ja, also so komisch finde ich das auch wieder nicht. Die Nägel sind ja über den ganzen Boden verstreut. Ja, die wird er schon wieder aufheben. Wer? Ja, er, der... Er, der es hinuntergeworfen hat. Ah, ja, wo kommt denn der Sägemehl her? Mein Kleid ist über und über voll. Ja, sowas. Das scheint Sie auch noch zu freuen. Das kommt von den Brettern da oben runter. Das ist ja allerhand, wie es da herunterstaubt. Ja, das ist wirklich allerhand. Hörst nicht gleich auf mit der Herunterstauberei da. Da nützt doch das Befehlen nichts. Da muss man herunterputzen. Ja, da haben Sie recht. Ich putze ihn gleich runter, den putzigen, den...
Den Schmutz. Also, ich glaube, es ist besser, ich gehe. Sie können mir ja das Kästchen am Morgen liefern. Auf Wiedersehen, Herr. Ja, auf Wiedersehen, Frau Steinhausen. Auf Wiedersehen. Ja, du bist mir aber einer, Pumuckl. Das darfst du doch nicht. Auch nicht, wenn du ein Kobold bist, verstanden? Du treibst mir die Kundschaft weg. Verstehst mich? Ich hab dich gefragt, ob du mich verstehst. Pumuckl. Pumuckl! Gib doch eine Antwort. Ich weiß doch, dass du da warst. Pumuckl, ich bin ja so froh, dass du wirklich da bist. Ich habe schon geglaubt, dass ich spinne. Späne fallen, Nägel knallen. Pumuckl freut's, niemand bereut's. Ja, wo sitzt du denn? Ja, niemand findet den kleinen Pumuckl, wenn es der Pumuckl nicht will. Niemand! Ja, niemand außer mir. Und ich hab dich schon gesehen. Und erwischt. Oh, ich hab vergessen, dass ich für dich sichtbar bin. Olaf, lass mich aus. Lass mich aus. Nein, ich lass dich nicht aus. Ich bin ja froh, dass ich dich hab. Aber wie schaust denn aus? Über und über voller Staub und Sägemehl. Ja, da muss ich dich ja abwürsten. Wart, ich hab da einen Pinsel. Jetzt komm her. Oh, ja. Oh, das kitzelt ja. Ja. Hör auf! Damit wenigstens die Schlimmste weg ist. Nein, meine Nase, die... Ja, zum Wohl, Pumuckl. Was ist denn das da in meiner Nase? Das ist Staub. Und wenn man Staub in der Nase hat, dann muss man niesen. Wenn man alles muss, wenn man sichtbar ist, das ist aber... Ja, brauchst ja nicht glauben, dass das bloß für dich komisch ist, dass du sichtbar bist. Für mich schon auch. Aber jetzt ist es halt einmal so, ne? Ja, das war ja auch komisch, wie der Staub auf die Frau heruntergewirbelt und gewurbelt ist. Ja. Und wie die... Jäckerl, das Kästchen muss ich ja noch fertig machen. Weißt du was, Pumuckl? Nein. Ich mach das ganz schnell und dann unterhalten wir uns weiter. Ja, und wenn ich mich jetzt schon weiter unterhalte, also wenn ich zum Beispiel, halt, lass nicht gleich meinen Schlammzieher da. Nein, ich lass ihn da und lass ihn da und bin gleich wieder fort. So, und ein paar Schrauben, die müssen dran glauben. Pumuckl, bisschen sei brav. Ja, ich bin ja brav, ich bin koboldsbrav. So. Und wenn ein Kobold koboldsbrav ist, dann muss man auch etwas davon sehen. Pumuckl. Staub zum Beispiel. Und dann muss man man muss es nämlich auch hören. Ja. Hör jetzt mal zu, wie brav ich bin. Einmal brav, zweimal brav, dreimal brav, viermal brav. Oh, bei dir ist es so schön, wie auf einem Segelschiff. Also ich bin ja fast beinahe überhaupt kein bisschen traurig, so, dass ich jetzt immer bei dir bleiben muss. Ja. Du, Pumuckl. Was ist denn? Da kommt der Birnbacher über den Hof. Der hat mich wegen dir am meisten ausgelacht. Aber wenn er dich jetzt sieht, dann vergeht ihm vielleicht das Auslachen. Ja, das vergeht ihm ganz bestimmt. Ja. Ach so, du wirst ja jetzt unsichtbar. Ich wollte nur nachschauen, Eda, ob dein Anfall vorbei ist. Naja, du schaust ja schon wieder ganz fidel aus. Ist wieder alles klar, ja? Alles klar. Na, ich hab's ja gleich gesagt, alles lässt sich ganz natürlich erklären. Auch so ein komischer Kobold. Ja. Au, oh, jetzt sowas. Fällt mir die Eisenzange da auf den Fuß. Ja, das war er. Wer? Naja, der Pumuckl. Fangst schon wieder an mit dem Schmarren, Kobold. Du schau mal auf deine Schuhe, da zieht gerade jemand die Schuhbanteln auf. Okay, die gehen wir 100 Mal am Tag auf, das Perlungzeug. Dass das aufgeht, das ist ja die natürlichste Sache der Welt. Da brauche ich keine Heinzelmännchen. Kann sein auch nicht. Eda, sei nicht kindisch, bittchen. Du, die wird gleich dein Geldbeutel aus der Hosentaschen rutschen. Ja, tatsächlich. Da hat meine Frau schon oft geschimpft, weil ich den Geldbeutel so schlampig einsteck. Pumuckl, lass den Birnbacher jetzt in Ruhe. Ja, scher dich zum Teufel, Pumuckl, und lass aus dem Eder wieder einen vernünftigen Menschen werden. Du, aber weil ich gerade meinen Geldbeutel in der Hand hab, ich bin davon neulich noch 5 Mark schuldig. Mhm. Da hast du es wieder. Ich hab's leider nur in Kleingeld. Oh, Herrschaftszeiten! Jetzt haben wir die ganzen 10 runtergerutscht.
Also heute habe ich schon lauter linke Daumen. Und wo die überall hingerollt sind, so was Blöds bis dahinter. Das lässt sich ganz natürlich erklären. Könntest du mir nicht vielleicht ein bisschen helfen? Nein, das kann ich nicht. Ich muss gerade Pumuckl, lass die Schlösser in Ruhe, die werden verbogen, wenn du das runterschmeißt. Was hast du gesagt? Nix. Ich weiß nicht, ob ich auch alles gefunden habe. Also wenn ich noch was finde, gebe ich dir es dann zurück. Ja? Wenn das so weitergeht, dann kann es ja jetzt dann schön werden. Wieso? Jetzt dann, was hast du denn vor? Mein Gesangverein tritt doch heute auf. Wir haben 50-jähriges Jubiläum. Das wird eine ganz große Sache. Einen riesen Saal haben wir gemietet und der ist schon fast ausverkauft. Nein, es ist ja schon höchste Zeit. Was ist, kommst nicht mit? Du, ich verstehe vom Singen gar nichts, weißt. Aber es wäre gescheitert, du gingst einmal so wohin und jetzt ein bisschen was für deine Bildung, statt dass du immer da allein daheim hockst und dir Blödsinn einbildest. Wenn ich dir doch sag, den Pumuckl gibt's, hast du es jetzt noch nicht gespannt? Ja, dann nimm halt dein Kobold im Westentaschel mit, wenn's schon meinst, du Narr, du Alter. Nein, ich bleib lieber daheim, aber ich wünsch dir recht viel Spaß. Ich danke dir schön, aber jetzt muss ich sausen. Ja. Servus, gell, servus. Also, servus, ja. Jetzt, wo ich mich sofort hinschere und was ich dann herumschere, ich schere mich jetzt zum Herrn Dernbacher. Jawohl, auf der Stelle schere ich mich zum Herrn. Pumuckl! Pumuckl! Weg ist er. Der ist fein gerade hinterm Bernbacher her. Naja, wenn er den ein bisschen tratzt, kann es eigentlich nicht schaden. Ich mache jetzt das Kastl fertig. Meister Eder ging leise schmunzelnd an seine Arbeit. Der Pumuckl aber ist mit Kobolds Geschwindigkeit hinter Bernbacher hergelaufen, unsichtbar versteht sich, und so in Bernbachers Wohnung gekommen. Frau Bernbacher hat gleich ihren Mann ein wenig vorwurfsvoll empfangen. Spät bist dran, du, ja. Es ist höchste Zeit. Du musst dich noch rasieren und umziehen. Wo warst du jetzt so lang? Jetzt reg dich nicht auf, ich werd leicht noch fertig. Ich hab nur ein Gespräch mit dem Eder führen müssen, der ist nämlich total verrückt. Ja, das kannst du mir später erzählen. Komm, jetzt rasier dich. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Wo ist denn mein Rasierapparat? Ja, wo er halt immer ist. Nein, da ist er nicht. Nein, so ein Mannsbild findet doch schon gar nichts. Ich hab ihn schon. Er war bloß unter was runtergerutscht. Herrschaft, wo sind denn jetzt meine Klingen? Wo sind denn meine Rasierklingen? Hast du wieder eine braucht zum Auftrennen oder so? Ach, wo, die sind am Platz. Nix sind's. Eine einzige Schlamperei ist das bei uns. Du, geh, das merkst du, bei mir ist keine Schlamperei. Die Rasierklingen sind weg. Einfach weg. Hab ich denn heute früh die letzte verbraucht? Das gibt's doch gar nicht. Aber was dann? Dann rasiere ich mich eben nicht. Es geht auch so. Was, du merkst dich nicht rasieren? Ich bin ja noch ganz glatt. Also weißt. Aber... Wenn ich's nicht finde, die Rasierklingen... Jetzt warte mal, ich such's. Zieh dich zuerst an, rasieren kannst dich später auch noch. Du hast mir ja bloß einen Socken dahergelegt. Also jetzt red doch keinen Schmarrn, ich werd da bloß einen Socken daherlegen. Ja, wenn ich dir sag, schau doch selber. Ja, tatsächlich, aber ich weiß das ganz bestimmt, dass... Dann bring mir andere Socken, bitteschön. Ach, das sind doch die einzigen schwarzen, die du hast. Aber warte, die müssen sich doch finden. Wo sind denn meine Manschetten? Da am Boden liegt einer. Ja, da gehören sie hin. Also weißt du, du bist aber auch schon so rüscher, dass du alles immer runterschmeißt. Ja, ich habe ihn nicht runtergeschmissen. Ja, meinst denn ich? Ach, mein Gott, das kann doch nicht alles spurlos verschwinden. Da der zweite Socken zwischen der alten Wäsche. Ja, da sieht man es wieder. Wenn du aufräumst, dann schmeißt einfach alles irgendwo hin. Also ich habe den Socken nicht in die Wäsche geschmissen. Ja, ich vielleicht. Ich habe ihn überhaupt nicht in der Hand gehabt. Wo ist denn jetzt mein Smoking-Schleiferl? Das ist doch gerade noch da gelegen, das habe ich selber gesehen. Ja, also wenn es da gelegen ist, dann liegt's auch noch da. Mach heute mal deine Augen auf. Wenn's nicht da liegt, liegt's nicht da. Du mit deiner Rumräumerei bringst alles nur durcheinander. Ah! Was hast du jetzt runtergeschmissen? Ja, ich bin überhaupt nicht hingekommen. Ja, aber ich vielleicht. Naja, es ist ja dein Rasierwasser. Ach, es läuft am Boden umeinander, oh mei, es ist wirklich furchtbar. Also wenn's jetzt auch Sermann noch anfängst, dann, ja, Himmel, Donnerwetter, wird's jetzt bald mit den blauen Socken. Ja, die finde ich auch nicht. Ja, dann zieh ich eben rote oder gelbe an. Ich muss jetzt gehen. Hast jetzt das Schleiferl? Nein, ich ziehe Krawatten an. Nein, so lass ich dich nicht gehen, wenn alle anderen dann... Das ist mir gleich. Und statt Manschettenknöpf mache ich mir eben Sicherheitsnadeln hin. Mir ist jetzt alles gleich. Na, ich geh nicht mit. Eine Eintrittskarte, die kannst du von mir aus jemand anders schenken. Wenn du das überhaupt noch hast, bei dem Durcheinander. Jetzt mal den Teufel nicht an die Wand.
Gib mir lieber meinen Geldbeutel her, da müssen sie drin sein. Da? Aber da ist nichts drin. Jetzt red doch keinen Unsinn. Ja, wo sind denn die Karten? Ich hab's doch. Also du brauchst jetzt gar nicht mehr suchen, ich geh nicht hin, ich mag nicht mehr. Ja, Kreuzbirnbaum und Hollerstauden, ja gibt's denn jetzt das auch? Das darf doch nicht sein. Jetzt halt mich zurück, sonst passiert was. Such nicht, ich geh nicht mit. Ich bleib daheim. Alles war weg. Die Schleife, die Seife, die Knöpfe, die Schöpfe, die Socken, die Locken, der Rasier und das Papier und... Das Papier, die... Die Karten! Das war das Allerschönste. Die Karten waren auch noch weg. Was denn für Karten? Ja, die Ehrenkarten! Für den Herrn und für die Frau Bärmbacher. Die können nämlich jetzt da gar nicht hingehen. Die sitzen daheim und machen immer so... Also Pumuckl, das geht zu weit. Den Bärmbacher ein bisschen tratzen, bitteschön. Aber seine Frau, die kann ja gar nichts dafür. Dafür Papier, Durst, ist dem Pumuckl-Wurst. Nein, das ist nicht anständig. Was? Denn ständig anständig ist für Kobolde sehr unanständig. Nein, Pumuckl, das ist nicht recht. Wo sind denn die Karten? Weiß ich nicht. Du? Das ist ja das Lustige, weil... Die Karten waren ganz von alleine weg, waren die Karten, jawohl. Ganz von alleine, fort, weg, Schneck, Blick. Lüg nicht, Pumuckl. Bei meiner Klabauter-Ehre, ich war... Da liegen ja die Karten. Wo? Da! Pfei, grad. Jetzt erinnere ich mich. Die hat er rausgelegt, wie er mir das Geld zurückgegeben hat. Ja, sowas. Ja, da muss ich gleich übergehen und muss sie ihm bringen. Nein, Karten zerbeißen! Nix da. Nein, also Spaß ist ja recht schön, aber sobald jemand wirklich einen Schaden hat, da hört er auf, Pumuckl. Ich geh jetzt rüber. Gib doch einen feinen Koboldsgruß von mir und dass sich das mal ausnahmsweise ganz natürlich erklären lässt. Ungebührlich, natürlich. Ja, du bist es, Eder. Ja, ich bin's. Ich bring dir die Ehrenkarten. Was? Aber die hast du? Ja. Also weißt, jetzt fange ich allmählich selber an, dass ich an Gespenster glaube. Nein, das braucht sie in dem Fall nicht. Die hast du vorhin bei mir liegen lassen. Das gibt's doch gar nicht. Doch, das gibt's. Aber das kann ich mir überhaupt nicht erklären, wie ich die Karten hab liegen lassen können. Allmählich ist mir das fei unheimlich. Dazu ist gar kein Grund da. Das ist ganz normal zugegangen. Du, Eder, sag einmal, bist du am Ende geheilt? Nein, aber ich hoffe, du bist geheilt, George. Was ist denn los? Wir können gehen. Ich hab die Karten. Ein Eder sei Hausgeist hat's verschleppt. Nein, wenn ich's dir sag, das hat er nicht. Du hast... Eder streit mir nicht, vertragen wir uns wieder. An allem ist der Puh, der Kuhbuckel oder wie er heißt, schuld. Ich glaub dir ja, dein Puhlackel. Glaub, was du willst. Ich wünsch dir trotzdem viel Spaß bei deinem Gesangsverein. Der Abend war ein Erfolg. Auch wenn der Bärmbacher blaue statt schwarze Socken anhatte und eine Krawatte statt einer Schleife. Es ist nichts Unangenehmes mehr passiert. Nicht einmal gezwickt wurde irgendjemand. Denn der Pumuckl ist in der Werkstatt eingeschlafen. So eine Anstrengung war es gewesen, die vielen Sachen zu verschleppen. Und sicher hat er viele wunderschöne Träume gehabt von allen sieben Meeren und Segelschiffen. Und zwischendurch von wunderschönen Sägespänen aus Meister Eders Werkstatt.